Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Frage: Lohnt sich eine Kühlschrankreparatur? Ja, du ärgerst dich vielleicht gerade, weil dein schöner Kühlschrank kaputt gegangen ist. Hoffentlich hat er wenigstens ein paar Jahre gehalten. Jetzt fragst du dich, lieber reparieren lassen oder doch lieber einen neuen anschaffen? So, das Erste, was ich an deiner Stelle machen würde, ist auf jeden Fall den Hersteller kontaktieren und dein Problem schildern. In der Regel hast du da so eine Art Support-Telefonnummer, musst du mal gucken bei den ganzen Unterlagen, die bei dem Kühlschrankkauf mit dabei waren, wo du dich erstmal erkundigen kannst. Vielleicht löst sich das Problem dann auch manchmal, kann durchaus sein. Aber der würde ja wahrscheinlich so ein paar Tipps geben können. Vielleicht sagt er dann auch, ja, ist zu alt, oder vielleicht sagt er genau, dieses Teil müsste von einem Profi ausgetauscht werden. Dann könntest du es bei einem lokalen Dienstleister oder halt auch bei dem Hersteller erledigen lassen. Also ich würde hier, weil die meisten Leute werden jetzt nicht der Kühlschrank-Experte sein, um das selbst zu ermitteln zu können. Ja, da würde ich als erstes wirklich mich beim Hersteller melden. So, ansonsten ja noch die spannende Frage: Sollst du nicht diesen ganzen Ärger vielleicht gleich lassen und einen neuen kaufen? Das kommt natürlich auf den speziellen Fall an. Manchmal machst du eine Reparatur und der hält noch ein paar Monate und geht dann kaputt. Manchmal machst du eine Reparatur und der hält noch ein paar Jahre, dann hätte es sich gelohnt. Das kann man so aus der Ferne natürlich nicht sagen, ja. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, einen komplett neuen Kühlschrank zu kaufen, du musst wissen, da gibt es ja sehr, sehr viele Hersteller von, aber die Hersteller, die so den größten Marktanteil haben, ja, die haben ja auch so gewisse Preiskämpfe untereinander, weil halt jeder die meisten Kunden haben will und das kommt halt dem Verbraucher oft zugute, weil dann ein neuer Kühlschrank wirklich kein Vermögen mehr kostet, ne? Es kommt, so Kühlschrank ist so ein allgemeiner Begriff, ja, es gibt natürlich sehr, sehr teure für 1000 Euro plus und ein paar günstigere. Es kommt hier halt wirklich auf deine Vorstellung eines qualitativen Kühlschrankes an. Also wenn ich überlege, was ich machen würde, Schritt 1 wäre wirklich mal den Hersteller versuchen zu kontaktieren, das alles zu schildern, dann warten, was der sagt. Und wenn das aber irgendwie nicht klappt oder so, dann würde ich mir als nächstes eher einfach einen neuen Kühlschrank kaufen, als den jetzt zu reparieren oder so. Weil die Wahrscheinlichkeit ist halt in meinen Augen doch recht groß, dass er dann vielleicht noch ein paar Monate macht und dann wieder irgendwas fehlt, weil er halt vielleicht insgesamt schon so marode ist und dann hat sich der ganze Aufwand ja auch nicht wirklich gelohnt, meiner Ansicht. So, ich hoffe, ich konnte dir ein paar nützliche Tipps geben. Check auf jeden Fall die Videobeschreibung ab, denn da habe ich eine sehr coole Empfehlung für dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe, du kannst dein Kühlschrankproblem lösen und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.